So, meine kleinen Zuckerschnuten da draußen, es geht weiter mit Lucius. Und ja, sorry wegen der Tonqualität in letzter Zeit. Irgendwie, wenn man dann so zwei Parts am Stück aufnimmt und hinterher dann reinhört, denkt man, oh, ups, da ist was schiefgelaufen. Bin jetzt auch dahinter gekommen, warum das mit dem Sound nicht geklappt hat. Ich habe nämlich unten nicht auf Übernehmen gedrückt, glaube ich. Und das sollte man dann schon tun, wenn man die Einstellung macht und nicht nur einfach raus, zurück ins Spiel gehen. Genau. Das ist jetzt der letzte Speicherstand. Schalter macht mich wirklich hell. Die Dunkelheit vertreibe ich schnell. Es geht nämlich darum. Hoffentlich muss ich was mit dem Metzger nicht unten wieder alles machen. Das wäre voll blöd. Muss ich das jetzt alles noch... Wenn ja, dann lade ich neu. Ich laufe hier irgendwie gerade ein bisschen blöd. Ist nicht richtig. Warum ist das so dunkel? Ja, Mai. Warum ist das so dunkel? Nee, das ist... Nee. Da. So, wo bin ich? Ich will hier... Da will ich durch. Damit wir dann runter können. Jawohl. Nochmal zum Metzger hin. Sind jetzt da die Kisten? Nein, die Kisten sind wieder alle da. Scheiße. Ich muss das eben nochmal machen. Ich habe gesagt, ich mache es kurz mit dem Cut. Bis gleich. Okay. Irgendwie ist das mit den Kisten voll unnötig jetzt, weil ich kriege gar keine Erfahrung bla dafür. Ich habe das offiziell schon gemacht. Ist ja auch gut so. Wir gehen mal zum Fleischer. Schon wieder. Mal wieder. Der Fleischer. Ja, er soll sterben. Das wissen wir doch. Wir wissen nur noch nicht, wie. Hallo, Lucius. Hallo, Lucius. Ne? Du weißt, dass du ja. So. Ihr arbeitet hier mit rum. Fleisch sollte mich irgendwie anmischen. Das werden wir jetzt auch tun. Ich habe keine Zeit zu spielen. Und jetzt richten wir uns nach dem Ouija-Brett, dem Tipp von oben, und sollen, glaube ich, uns irgendwie ums Licht kümmern. Das ist so das, was ich weiß, denke. Außerdem flackert da auch das Licht so ein bisschen. Da kommt man, komm ich da vielleicht ran? Kann ich da mit Telekinese vielleicht sogar? Da bin ich ja noch gar nicht auf die Idee gekommen. Da geht sogar. Ah, er kann mich aber sehen. Okay, können wir das vielleicht von hier so machen? Was denn, sieht er uns nicht? Ah, guck mal, jetzt hat er das nicht gemerkt. Wie ist denn diese Glühbirne explodiert? Ich weiß auch nicht. Wie soll ich denn ohne Licht die Säge benutzen? Keine Ahnung. Hey, Lucius. Suchst du bitte ein paar neue Birnen für mich? Ja. Ich muss hier weiterarbeiten. Hey, Lucius. Suchst du bitte ein paar neue Birnen für mich? Mache ich. Ich hab doch schon welche. Hier. Danke. Bitte. So, und jetzt? Er ist oben auf die Säge geklettert. Das ist meine Chance. Oh nein. Und was mache ich jetzt? Mit Telekinese irgendwas? Irgendeine Scheiße? Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich die Säge anmachen? Wie mache ich das mit der Säge jetzt hier? Wie Mann, warum geht die nicht rein? Na, jetzt braucht er aber... Können wir das Messer? Rum, der stellt sich jetzt extra dumm an, damit wir Zeit haben. Die Säge, die Säge! Ah! Der Lucius. Der kleine Sack. Oh, das ist jetzt schon echt. Aber er kann auch schnell weg. Oh. Einmal das Gesicht. Zerteilt. Serienmörder. Ja, das wollte ich schon immer mal sein. Die Lage hier ist absurd, Mr. Wagner. Und ich halte gerade das FBI zurück, eine Untersuchung zu starten. Ich stationiere einen Deputy beim Haus. Nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte mehr als nur Unfälle darin sehen, aber mir fällt kein Motiv ein. Ich weiß nicht, wie jemand damit hätte davonkommen können.
Wir werden das aufklären. Betrachten Sie das Haus einfach als abgeriegelt, bis wir etwas finden. Es war kein schöner Anblick. Der Kopf war in zwei Teile zersägt und überall war Blut. Diese außergewöhnlichen Unfälle hielten mich nachts wach. 4 Tote in 4 Monaten. Alles scheinbar Unfälle. Aber ich hatte meine Zweifel. Es gab keine klaren Verdächtigen. Keine Motive, keinen Grund, eine Untersuchung zu starten. An dem Punkt war ich mir nur einer Sache sicher. Es würde nicht aufhören. Damit hatte ich recht. Nach einem weiteren Monat wurden wir wieder zu dem Haus gerufen, aber diesmal war es anders. Diesmal war es Mord. Der MacGuffin kommt langsam dahinter. Mal gucken, ob wir mit Lucius es schaffen, weiter zu vertuschen. 15. Oktober 1972, gesunde Ernährung. Ist wichtig, meine Lieben. Mal gucken, ob Papa jetzt wiederkommt. Ist Papa stolz auf uns? Und Papa ist nicht da. Wir können bestimmt ein bisschen was im Haushalt machen. So, was steht denn jetzt bei Jed? Es wurde noch ein Schwein geschlachtet. Ach, wie schön. So kann man es auch ausdrücken. Was sagt unser Brett? Nager können mich nicht leiden. Ich wüte in ihren Eingeweiden. Unser nächster Tipp. Was haben wir hier? Kannst das... sollen wir wieder aufräumen? Pack mal weg, du. Mit Telekinese. Ich muss das sowieso üben. Es funktioniert noch nicht so gut. Erstmal muss das genau. Immer so ein bisschen dahin, wo es überhaupt hin soll. Okay, und dann da rein. Das ist echt schwierig. Ich benutze 3 verschiedene Knöpfe dafür. Ja, toll. Toll, Lucius. Kannst du das nicht mal... Ja. Aber ich krieg irgendwie gar nichts mehr dafür, ne? Nö. Wenn ich nichts dafür krieg, dann ist es ja egal. So. Irgendwas mit Nagern und irgendwas mit Gesundheit. Egal. Ist ja auch egal. Uns wird schon was Neues einfallen. Mama ist ja eh zu doof und merkt das nicht. Hehehe. Lalala. Ich bin der Lucius. Ich bin der Lucius. Können wir raus? Nein, wir können immer noch nicht raus. Dilili. Oh, hier ist irgendwo ein Kreuz. Das mag ich nicht. Das wisst ihr ja. Oh, waren wir hier schon mal? Diesem... Ist das die Stube, die jetzt... Nein, das ist eine Bibliothek. Ach, guck mal. Bibliothek haben wir uns auch noch nicht so richtig mal angeguckt, ne? Hier ist ein Kö. Können wir den mitnehmen? Können wir spielen? Hier war doch irgendwas zum Mitnehmen. Hier. Gerade eben ging das. Ah. Die blöde Kugel. So kann doch keiner spielen. Lucius. Du bist ein richtiger kleiner Spielverderber, weißt du das? Doofer kleiner Junge. Hier ist eine Getränketheke. Mhm. Kann man hier raus? Ja. Ja, wo darf es denn jetzt mal hingehen? Ach so, wir sollen so. Wir haben sogar wieder einen neuen Weg. Sollen wir jetzt nochmal nach dem Jet gucken, wie es lief, oder? Oder what? Sollen wir zu ihr? Nö. Jemand kann dich sehen. Oh. Und jemand darf... Man darf mich nicht sehen. Warum? Also im Moment... Ja, Mama hat mich gesehen, aber ich mach doch nichts. Ach, er hat noch was in der Hand. Ist das jetzt wegen der blöden Billardkugel oder was?
Indem du Gesprächen aufmerksam folgst, wirst du an dein Ziel geleitet. Ja. Ich weiß. Aber wurde ich jetzt bösartig entdeckt, weil ich eine Billardkugel in der Hand hatte? Weil ich meine, das darf ja wohl auch ein normales Kind mal machen, oder? Oder nicht? Ja, dann weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, ob ich nicht schon jetzt hier nicht gesehen werde. Aber guck mal, jetzt passiert ja nichts und Mama sieht mich auch. Mama! Sei ein guter Junge, Lucius. Bin ich doch immer. Alistair Hilfe braucht. Ja, mach ich, Mama. Man kann dich jetzt auch viel besser verstehen, seit ich den Sound besser eingestellt habe, Mami. Hm? Dann guck ich mal nach ihm. Geht er gerade weg und ich soll ihm hinterher? Ich glaube, das ist er, du. Alistair, Moody. Kann ich dir helfen? Die Leute reden über Geister. Dafür habe ich mich nicht eingeschrieben. Nö, du. Oh, hier ist ein Kreuz, hier ist ein Kreuz. Wo ist ein Kreuz? Das ist nicht schön. Ist er hier, Alistair? Bist du ein Charles? Junge, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. So. Wir machen morgen etwas Lustiges. Okay, alles klar. Was Lustiges? Mit einer Kettensäge zum Beispiel. Also meine Macht ist hier nicht gut. Irgendwo ist hier ein Kreuz. Irgendwo ist hier ein scheiß Kreuz und ich mag das nicht. Ich will sowas nicht sehen. Ich kann sowas nicht ab. Diese scheiß Kruzifixe. Ja. Gehe ich mal hier lang. Kreuz habe ich nicht gefunden. Warum bekomme ich immer solche Fälle? Weiß ich nicht, aber du bist sowieso bald dran. Wie soll ich das noch ändern? Soll ich hier nach links? Nein, ich soll da. Da soll ich hin. Was ist denn hier? Oh. Ja. Da haben wir unsere nächste. Unser nächstes Opfer. Beschäftigt und habe gerade keine Zeit für dich. Pass mal auf, dass du nicht hier zu pöbelig wirst. Wer ist denn das? Agnes. Oberhausmädchen Agnes. Sie ist die gemeinste von allen. Ihre Todsünde Völlerei könnte sie vielleicht noch umbringen. Ich werde einen Weg finden, sie leiden zu lassen. Ich bin nämlich Lucius. Und mein Vater ist Satan. Und mir ist alles egal. Ich bin hungrig. Halt die Schnauze, Agnes. Es gibt Wichtiges zu tun. Zum Beispiel kann ich eine Teekanne runterschmeißen. Na? Wie gefällt dir das? Oh, das geht ja, zerbricht ja gar nicht. Können wir sie nicht richtig sauer machen hier auf dem Parkett? Oh Mann, die zerbrechen gar nicht. Das ist ja schade. Zum Teufel ist Jovita. Ich bin hungrig. Müssen wir zu Jovita wegen dem Essen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir da Nagergift reintun sollen. Agnes. Was hältst du davon? Ein bisschen Nagergift. Wo kriegen wir das denn wohl her? Das Nagergift. Bestimmt irgendwo von draußen. Ruckelt gerade ein bisschen blöde. Hier ist noch ein Badezimmer. Ey, es ist so riesig hier. Es ist, als ob ich nicht mal ansatzweise alles gefunden hätte. Da, das Sauber Essen. Machen, Essen holen. Am besten alles gleichzeitig. Noch nicht. Jetzt weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Gott hab sie selig. Hey, guapo. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Du darfst... Agnes wartet auf mich. Du darfst es nicht. Du, das muss noch manipuliert werden, das Essen. Scheiße. Geht es dir gut, Junge? Ja, aber natürlich geht's mir gut. Ich hab richtig viel Spaß hier. Mit euch allen. Ja, ich muss jetzt irgendwie raus, oder? Irgendwie muss ich raus. Und ich kann keine Türen öffnen, weil dieses dumme Ding aktiviert ist. Das ist natürlich nicht schlaui. So. Dann kann ich bestimmt auch raus. Ich
Ich hatte noch die Telekinese. Was ist das? Eine Zahnbürste? Das geht auch. Okay. Hier komme ich nicht runter. Das ist blöd. Machst du das Essen? Das ist schön. Mach mal ruhig weiter damit. Was haben wir hier? Ich brauche ein bisschen Gift. Nagergift. Das wäre voll nice und so. Wie viele Zimmer es hier gibt von den ganzen Bediensteten wieder. Was mache ich hier überhaupt? Bei euch. Niederem Volk. Ich will raus. Und ich muss irgendwie runterkommen. Hier komme ich runter. Ich weiß nicht, es ist nur eine Vermutung. Ich habe keine Ahnung, wo das blöde Nagergift ist. Habt ihr hier Nagergift? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. Vielleicht auch, oder hier in der Garage? Ich konnte letzte Nacht gar nicht schlafen. Ich hatte diesen Traum, in dem ich lebendig verbrannt. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich konnte gar nichts machen. Bebell. Das ist entsetzlich, Mann. So in der Garage ein bisschen Nagergift könnte natürlich weißt auch du, es sein. Nicht entspannt, wenn ich Stress habe? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher draußen ist, so beim Garten. Magst du Jazz? Ich bin wirklich kein Jazz-Fan. Boah, draußen Jazz. Halt doch mal die Schnauze. Oh. Das ist cool. Das weißt du ja, hier könnte das natürlich auch irgendwo drin sein. Hast du sie gesehen? Aha. Ich habe sie im Auto gelassen. Oh, ich habe mich eingesperrt. Oh nein, ich habe Platzangst. Ich habe Platzangst. Alles gut, Dusches, alles gut. Hier vielleicht? Ich könnte es mir vorstellen. Dass der kleine Bengel hier rumläuft, interessiert aber auch gerade irgendwie keine Sau, ne? Hier im Weinkeller auch nicht. Hm, ja dann draußen. Oder? Warte mal. Fundkisten. Wo sollen die denn hin? Hier hast du deine Kackkisten. So. Mäh. Ich glaube auch. Aber ich muss raus, Jovita, oder wer auch immer du jetzt wieder bist. Ich muss raus. Das Nagergift finden. Für die Agnes. Hier im Schuppen wäre doch ideal. Luftdruckkompressor. So, hier muss es doch sowas geben. So, das habe ich nochmal eingesammelt hier. Ich weiß zwar nicht wozu. Was ist das überhaupt? Nagelpistole ohne Nägel. Okay. Wo ist das Nagergift? Wo ist das Nagergift? Ich finde Schuppen eigentlich gar nicht schlecht. Müll. Aber hier ist auch... Hier ist ja auch in der Nähe vom Müll. Das wäre doch auch voll gut. Aber hier hat man jetzt schon das andere gefunden und ich glaube nicht, dass man hier zwei Sachen jetzt findet. Weißt du? Könnte man denn sowas noch deponieren? Hm. Ich weiß es nicht. Aber die Agnes, die soll sterben. Komm, damit hier noch... Nee, will ich jetzt einen Cut machen? Kriegt man hier keinen Hinweis? Das ist mal ein bisschen blöd, dass man keine Hinweise bekommt, wo man den ganzen Krempel findet. Weil das Haus ist einfach mal viel zu riesig. Und wenn wir einfach ihr hinterherlaufen, vielleicht ist es ja auch bei ihr in der Küche. Guck mal, sie kommt von da mit ihrem Tablett immer. Sauber machen, Essen holen, am besten alles gleichzeitig. Was haben wir hier? Weiß ich, warum Mary immer so durcheinander war. Mary. Gott hab sie selig. Von welcher Küche kommt die denn immer eigentlich? Kommt die hier aus der Küche? Ist hier noch irgendwie doch noch was drinne? Vielleicht hier irgendwie in den Schubladen? In einer anderen Schublade? Weil hier war damals der... Oh, der Müll. Der Müll, den können wir auch noch machen. Und der gute Lucius sein. Ist sowas hier irgendwie an den Küchenschränken? Das wäre doch auch irgendwie merkwürdig, oder? Zwischen den Lebensmitteln so ein bisschen... Das wäre auch so offensichtlich irgendwie, denke ich mir.
Also sie kommt ja auch immer aus der Küche, deswegen... Hat aber... Vielleicht hätte jemand noch darüber gesprochen oder so? Über so eine Sachen? Ich weiß es nicht. Wo ist sie denn? Ich meine, wenn ich weiß, wo sie herkommt und hingeht, dann wäre auch schon mal gut. Nee, da geht nicht. Verriegelt. Von da bin ich gekommen. Ich weiß nicht, wo sie immer herkommt. Wo machst du denn das Essen, Uschi? Die tappert hier doch mal irgendwo lang. Das wäre natürlich ein kleiner Hinweis vielleicht. Da, wo die Leute sind, das ist ja auch meistens alles gar nicht so weit entfernt, was wir suchen. Vielleicht bei ihr hier? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. Hier wäre auch gut, bei diesem Schrank. Mach mal dazu. Ja, mein Gott. Dazu und da auf. Hier ist ja gar nichts drin. Ja, gut. Merkt auch keiner immer, dass ich hier die Kreuze umdrehe, ne? Das ist dir auch irgendwie egal. Hier ist eher so ein... Ich glaube, ich habe mich verliebt. Wäschekram. Weißt du, dein Onkel ist etwas Besonderes. Sagt mir doch mal, wo ich das Gift finde. Oh, hallo Lucius. Hi. Aber wenn du etwas Zeit hast, ich suche eine Kassette meiner Band suchen. Ja, mache ich. Ich kann nicht. Ich muss hier auf deinen Vater warten. Okay. Ich suche Naga-Gift. Habt ihr welches gesehen? Möchte die Naga draußen umbringen? Tut mir leid, Junge. Ich habe heute keine Zeit für dich. Oh, Agnes, du weißt besteht nicht darauf, dass ich schnell diese Reifen wechsle. Ja, Agnes, die hat hier bald gar nichts mehr zu sagen. Da kannst du Gift draufnehmen. Gift draufnehmen, verstehst du? So, wir sehen uns im nächsten Part von Lucius, Leute.